Jo Leute, was geht ab? Heute reagieren wir mal wieder auf Shorts. Let's go. Soße isst du diese Gerichte? Die meistgenutzte Soße auf dieser Welt ist Ketchup. Und wenn du gerne Pommes isst, klar, dann lass mal ein Abo da. Let's go. Garnelen habe ich gar kein... Garnelen... ohne Soße. Im Plan, welcher Mensch seine Garnelen mit Senfsoße isst. Trotz allem Knoblauchsoße oder Cocktailsoße. Für Kalamari gibt es... Cocktail? Nur eine Soße und das ist Knoblauchsoße mit richtig viel Knoblauch. Okay. Und nicht Cocktail oder Meerrettich. Camembert mit Ketchup. Ja, Ketchup. Ja. Nee. Ich will das dann ohne Soße. Noch nie gegessen. Hier ist sogar Ketchup drauf. Rote Grütze mache ich immer weg. Ich esse das immer ohne was. Chicken Nuggets definitiv. Ketchup. Definitiv mit Barbecue, kein Ketchup, denn das verunreinigt einfach deine Chicken Nuggets. Trotz allem die Top-Soße von McDonald's, süß und sauer. Ja, süß-sauer-Soße. Bratwurst nur mit einer Soße und da... Ich esse keine Bratwurst. Das ist Senf. Keine andere. Kein Ketchup, kein Knoblauch, ne. Rippchen nur mit einer... Ketchup. Soße und das ist nur Barbecue, schön mit Barbecue glasiert und dann die Soße noch dazu, Barbecue. Und? Hast du mein letztes Video schon gesehen? Nein, hab ich nicht. Kann irgendetwas die Hydraulikpresse überleben? Die Stärke steigt mit jedem Gegenstand, bis die Hydraulikpresse besiegt wird? Bei Level 1 haben wir einen Kürbis, aber ein Kürbis ist ziemlich weich. Ich glaube nicht, dass der... Oh nein, Leute, der Kürbis... Ja. Oha, sieht aber cool aus. Bei Level 2 haben wir einen Wecker, der ist schon mal härter als einen Kürbis, aber nicht hart genug. Bei Level 3 haben wir einen Kartendeck und das... Oh! Da... Nein, reicht nicht. Bei Level 4 eine Dose Pepsi, aber... Oh, da war Schleim drin. Auch keine Chance. Wow, wie sieht das aus? Und bei Level 5 haben wir diese Metallkugel. Wenn ihr glaubt, dass die stark genug ist für die Hydraulikpresse, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich denke schon. Da, wenn ihr glaubt, dass nicht mal das reicht, dann müsst ihr den Daumen nach oben geben und wir schauen mal. Und oh, warte, wird die Kugel zerdrückt? Oder nein, die Hydraulikpresse... Alter, oha. Tut mir leid für die Verspätung. Wenn man mit seiner Mutter beim Arzt ist. Hallo Samuel, hallo Mama von Samuel. Salam alaikum, hallo. Samuel, du, wie geht's dir denn? Mir geht's. Der Doktor hat gefragt, wie es dir geht. Gut. Er hat Bauchschmerzen. Und wie lange hast du schon die Bauchschmerzen? Eine Woche. Ha! Seit 2 Tagen. Und wie fühlen sich diese Bauchschmerzen an? Ist es ein Stechen, ein Pieksen? Was hat er gesagt? Es sind eher Krämpfe. Wenn ich mit meiner Hand da dran drücke, tut das weh bei dir im Bauch? Nein. Hat nicht weh getan. War immer so. Also irgendwelche Rauschmittel? Trinkst du Alkohol? Sachvoller, nein. Kein Alkohol. In welchem Jahr wurdest du denn geboren? 2023. Du Idiot, 2023, wir haben doch heute 2023. Und wie alt bist du jetzt? Was ist er? Er ist 21. Tut mir leid für die Verspätung. Hallo Sam. No front, aber kann man dann nicht schon selber zum Arzt? Man nimmt ein Ei, hält es um das Waschbecken, okay, und dann schwebt. Ja, das kann niemals funktionieren. Gibt es? Was? Nein. Hey, wie soll denn das funktionieren? Ja, sowas geht doch das nicht. Das testen wir unbedingt aus. Ja, Mann. So, Leute, das müssen wir ausprobieren. Als erstes holen wir jetzt erstmal hier ein Ei raus. Und jetzt soll das im Wasser in der Spülmaschine hier schweben. Das kann niemals funktionieren. Schweben, also in dem Strahl. Könnt ihr ja vorstellen, wenn man das hier reinmacht. So, was denkst du, wie stark war der Strahl ungefähr? Ein bisschen stärker, oder? Ja, wird deutlich stärker sein. So. So, Leute, wir versuchen jetzt den perfekten Punkt zu finden, damit durch die Oberflächenspannung vom Wasser das Ei in der Luft schwebt, okay? Ah ja, ich spür's jetzt, hier ist gut. Ja, ja, 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, oh Leute! Gott. Es schwebt! Tatsächlich! Es schwebt! Tatsächlich! Seht ihr das? Hier ist nichts, es schwebt einfach. Leute, Alter. Wir wollen natürlich ehrlich zu euch sein, okay? Passt auf, 3, aber es schwebt immer 2, noch. 1 und... Man nimmt ein Ei? Ja, okay, es funktioniert nicht. Wie die Jugend von heute auf mich wirkt. Jojo, Kleiner, gehst du gleich schlafen? Es ist schon 22 Uhr. Was redest du da? Ich geh jetzt noch raus und meinen Jungs paar Chayas klären.
Was? In deinem Alter habe ich mich noch nicht mal getraut, Mädchen anzusprechen. Und was macht ihr dann draußen? Kaugummi-Zigaretten rauchen oder was? Ja, also... Früher habe ich mich auch nicht getraut, Mädchen anzusprechen. Haha, sehr witzig. Ich habe mir vom Papa eine Schachtel geklaut. Die Schule ist echt stressig. Was? Alter, was? Früher haben wir Fußballkarten gesammelt oder Lego gespielt. Ja, langweilig. Noch eine andere Sache. Kannst du uns vielleicht Alkohol? Wir wollten uns heute besaufen. Was ist falsch mit dir? Welche Dinge hast du als Kind gemacht, bei denen du später realisiert hast, wie komisch sie waren? In der ersten Klasse hatten wir Vorlesestunden, in denen wir als Gruppe vor dem Lehrer auf dem Boden saßen, während er uns Geschichten vorlas. Ich habe mich einmal ganz nach hinten gesetzt und meine Hose zur Hälfte ausgezogen, weil ich das Gefühl des kalten Boden an meinem Hintern mochte. Nein. Ich habe als Kind Ameisen gegessen. Sie haben mir nicht mal geschmeckt, aber ich hab's irgendwie trotzdem gemacht. Okay. Ich hatte damals in meinem Zimmer Spinnen und Mäuse, vor deren ich auch ziemlich Angst hatte. Ich habe ihnen deshalb jede Nacht eine Art Wetterbericht zugeflüstert, um sie zu motivieren, nach draußen und somit aus meinem Zimmer zu gehen. Ich habe sowas Ähnliches auch früher gemacht. Ich fand heraus, dass es in der Luft Bakterien gibt und habe deswegen versucht, möglichst wenig zu atmen. Ich darf es sicher noch essen. Die 10-Sekunden-Regel. Oh. Ist so. 10. 9. 8. Was machst du da? Ich zähle runter. Für was? Damit ich das Essen, was auf den Boden geflogen ist, nehmen kann. Geh doch einfach hin und nimm es. Bist du dumm? Kennst du nicht die 10-Sekunden-Regel? Nee. Das haben wir in der Bakterienschule gelernt. Man darf das Essen nach 10 Sekunden erst anfassen. Wie lange müssen wir noch warten? Ich denke so 3 Sekunden noch. Okay. 3, 2, 1 und... Ja. Ach, Manu. 10-Sekunden-Regel. Ich darf es sicher noch essen. Okay. USA McDonald's versus Schweizer McDonald's. Wie teuer sind der Big Mac und die Chicken McNuggets in den USA im Vergleich zur Schweiz? Ich bin dafür in einen McDonald's in der Schweiz und in die USA gereist. Die 6 Nuggets haben 3,80 $ gekostet. Und wie schmecken sie? Die Nuggets sind zwar legendär, aber die Panade ist ein bisschen anders und schmeckt Nini noch ein bisschen liebloser als bei uns. Ich würde sagen, 6 von 10. Trotzdem noch besser als bei Burger King. Der 6er Chicken McNuggets hat 6,50 Franken gekostet. Wie schmecken die Nuggets in der Schweiz? Schmeckt das gut? Das Chicken ist immer noch gottlos, aber ein bisschen besser als in den USA. Ich würde dem eine 7 von 10 geben. Der Big Mac hat hier 6,09 $ gekostet. Und wie ist es in der Schweiz? Der Big Mac hat in der Schweiz 6,70 Franken gekostet. Das Brot war unten ein bisschen verbrannt. Ich muss leider ein bisschen runtergehen. Ich sag Big Mac in den USA 6,6 von 10. Der Schweizer Big Mac war solider, hatte mehr Geschmack und ist für mich eine 7 von 10. Und was ist dein Lieblingsburger bei McDonald's? Gibt es auch einen Chickenburger bei McDonald's? Keine Ahnung. Wochenende als Kind versus als Erwachsener. Viel Spaß. Heute ist Freitag. Jungs, Schule ist vorbei. Das heißt, das ganze Wochenende wird gezockt. Alter. Es war wirklich so. Endlich Wochenende. Ich mach ganz kurz Pause und dann muss ich hier echt noch ein bisschen was schaffen. Lukas, mähst du bitte den Rasen? Dein Vater wartet schon. Aber wir sind gerade mitten in der Runde. Ich kann jetzt nicht einfach rausgehen. Entweder du mähst den Rasen oder der Strom geht aus. War immer mies. Aber man muss natürlich auch Hausarbeiten machen. Ah, gut. Oh, ich wollte ja noch Rasen mähen. Scheiß drauf, mach ich morgen. Mama, wir müssen uns beeilen, wir müssen los. Mein Fußballturnier fängt gleich an. Wie, du kannst heute nicht? Es ist Samstag, 15:30 Uhr, Bundesliga. Werder spielt, hä? Mama, ich würde dann rübergehen zu Tom zum Spielen. Ich bin auch Punkt 6 wieder zu Hause. Ja, so wie immer. Wirklich. Alter, keiner hat Zeit, weil alle eine Freundin haben. Was ist nur aus unseren guten alten Männerabenden geworden? Ja, ich würde sagen... Außer das letzte, ja... Eigentlich ist Fortnite wieder Sportunterricht in der Schule. Lass es mich ganz kurz erklären. Alle Schüler werden von der Umkleide in eine riesige Halle gedroppt. Vor ihnen steht der Sportlehrer, der das heutige Thema vorgibt. Es wird Merkball gespielt. Das heißt, jeder gegen jeden und der Letzte, der steht, gewinnt. Es gibt Spieler, die flüchten sich instant auf die Sprossenwände. Und dann gibt es denjenigen, der immer voll auf Angriff geht. Ist so. Er eliminiert so viele Spieler... Das war ich. ...wie möglich, bis er selber rausfliegt. Der Zurückhaltende versucht sich eher aus allem rauszuhalten, bis nur noch wenige Spieler da sind. Und genau dann ist nämlich seine Stunde gekommen. Ah ja, und dann gibt es noch Jens. Der hat sich in der Zwischenzeit den Mattenwagen geholt und beginnt eine ganze Festung zu bauen. Eigentlich ist...
Das wäre auch mal cool, wenn man das im Sportunterricht spielen würde. Das hätte ich nicht tun sollen, denn ich werde jetzt das allererste Mal mit diesen Schuhen fahren. Und zwar sind das echte... Boah, die habe ich auch schon mal gesehen, aber ich würde die mir niemals kaufen. Heelys mit Rollen von damals, die wir uns einfach gebraucht online bestellt haben. Und da ich das noch nie zuvor gemacht habe, habe ich jetzt auch ein bisschen Respekt davor. Wie weit ich wohl komme? Lena hat auch welche und nachdem wir sie angezogen haben, ich muss schon jetzt sagen, ich finde das ganze Ding richtig rutschig und auch ein bisschen zu eng. Doch dann war es soweit, ich musste jetzt erstmal aufstehen. Was ehrlich gesagt viel leichter war als gedacht. Doch damit jetzt zu fahren wird die Herausforderung. Weswegen es Lena mir erstmal gezeigt hat, denn sie hatte die Schuhe schon ein bisschen länger. Wie macht sie das? Ja, aber wenn ich es mir so recht überlege, sind die eigentlich schon cool aus. Bevor ich fahre, habe ich erstmal alles weggetan, wo ich rüberstolpern könnte. Und auch wenn die ersten Versuche gar nicht mal so schlecht waren, ging es dann immer und immer besser, bis ich plötzlich die ganze Fahrt immer im neuen Video auf meinem Hauptkanal. Das hätte... Bald sind wir eine 500.000 Abonnenten und als Dankeschön möchte ich etwas Fettes an euch verlosen. Deshalb hat jeder die Chance, einen Platz in einem meiner Videoprojekte zu gewinnen, in welchem ich Dinge im Wert von über 5... Freunde, ganz ehrlich, sagt ihr Chance oder Chance? Ich sag Chance. 5000 Euro verschenke. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu teilen und kommentieren. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, wäre nice. Nur ich möchte mein Gesicht jetzt nicht unbedingt zeigen. Bro, 50 Euro, wenn du 4 Fußballspieler errätst. Bist du dabei? Na klar. Wer ist das denn? Christian. Ronaldo. Nein, Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo. Das war bei easy. Wer ist das? Messi. Ja, Lionel Messi. Messi. Das? Mbappé. Neymar. Ja. Junge. Was für Mbappé? Junge. Mbappé? Das soll... Neymar. Mbappé sein? Mbappé, ganz klar. Das ist doch nicht sein Ernst. Sicher. Digga, das ist doch nicht Mbappé. Mbappé. Easy. Okay, und wer ist das? Manuel Neuer. Ja, aber ist der... nicht ein Torwart? Ja, das war jetzt nicht so schwer. Oliver Kahn. Kahn, du weißt du. Ja, er. Oliver Kahn. Kommt rein. Okay. Oliver Kahn aussieht, oder? Der hat blonde Haare. Ja, hat doch. Blonde Haare, Oli Kahn. Ja, easy. Perfekt. Hä, wieso hat er jetzt die 50 Euro trotzdem bekommen? Hau rein. Dann ciao. Hä? Warum hat er denn jetzt den Puffi bekommen, Alter? Ja, aber okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Liked und abonniert für weitere Shorts-Videos.